ganz wunderbare A55 Custom. Wir haben hier ein Instrument mit einer europäischen Fichtendecke. Allerdings, wie man hier sehen kann, eine sehr starke Haselung in der Fichte. Das ist ein Material, was wir gerne verwenden, weil es besonders hart ist und wir das dadurch ein bisschen dünner ausarbeiten können. Dadurch klingt es natürlich im Endeffekt auch ein bisschen anders, sehr straff und gut. Und die Gitarre, also ich habe weniger Material auf der Decke, die springt sehr leicht an. Dann haben wir hier komplett eine Abalone-Einfassung von der Decke und ringsrum einen Mahagonirand und einen stark geflammten Blackwood-Korpus, der natürlich auch klanglich wunderbare warme Eigenschaften hat. Dann haben wir einen Hals mit einer 48er Sattelbreite und das Ganze kombiniert mit einem D-Profil. Jemand, der jetzt von einer Konzertgitarre kommt, würde sich darauf sicherlich sehr wohlfühlen, auch wenn es keine Konzertgitarre ist. Und das hat folgende Gründe. Also sie ist von der Konstruktion grundsätzlich anders gebaut als eine Konzertgitarre. Sie hat zum Beispiel auf der Unterseite der Decke sind ja so Leisten angebracht und das ist in einem sogenannten X-Bracing, das heißt, da verlaufen die Leisten X-förmig. Bei einer Konzertgitarre wäre das anders. Und wir haben auch sonst von den Proportionen ist es etwas anders. Ich habe hier zum Beispiel, bei einer Konzertgitarre wäre der Hals normalerweise am 12. Bund angesetzt, bei einer Western-Gitarre eigentlich am 14. Bund, zumindest ist das meistens der Fall. Und hier habe ich einen Halsansatz am 13. Bund und dadurch ergeben sich insgesamt durch die Konstruktion andere Spieleigenschaften bzw. Soundeigenschaften, die dazu führen, dass der Ton auch ein bisschen ja, straffer klingt und einfach die Akkorde kann man gut aneinander binden. Also es ist nicht so, wenn ich jetzt einen Akkord anschlage, dass es klingt wie 6 Einzeltöne, sondern es klingt einfach wie ein geschlossener Akkord. Man muss es einfach mal direkt miteinander vergleichen. Das ist ein bisschen schwierig zu erklären. Dann haben wir übrigens auch in unseren Nylon-Saiten-Gitarren ein Halsstab. Das wird man wahrscheinlich schwer sehen können. Da ist hier so ein kleines Loch drin, da kann man den Halsstab einstellen. Das führt dazu, dass man den Hals sehr niedrig einstellen kann und dass man ihn überhaupt einstellen kann erstmal. Und dadurch kann ich dem Instrument die Spieleigenschaften geben oder den Saiten die Lage geben, die ich gerne hätte. Wir hören sie uns einfach nochmal an und ja, viel Spaß dabei.